Vor ein paar Monaten habe ich ein Video veröffentlicht, in dem ich ganz schön über Mozilla Thunderbird geschimpft hatte. Mich hat vor allem gestört, dass die Kalender- und Kontakte-Integration nicht gut funktioniert hat. Mittlerweile hat sich einiges geändert und ob ich Thunderbird jetzt empfehlen kann, das erzähle ich dir nach dem Intro. Ich würde sagen, wir richten Thunderbird mal gemeinsam ein und da sehen wir dann schon ganz viele Dinge, die sich bei Thunderbird geändert haben. Damit wir Thunderbird neu einrichten können, würde ich mal hier meinen Profile-Ordner löschen. Ich habe hier die Portable-Apps verwendet, das heißt, ich kann hier einfach den Data-Ordner löschen. Wenn du keine portable Installation hast, dann wäre das wahrscheinlich der App-Data-Ordner. Sei aber gewarnt, wenn du das löscht, sind vielleicht auch einige Daten von dir einfach unwiederbringlich verloren, wenn du kein Backup hattest. Ich mache das jetzt hier nur zu Demonstrationszwecken, damit der Einführungsassistent einmal am Anfang aufpoppt. Ich öffne also einmal Mozilla Thunderbird und jetzt kommt genau dieser Assistent, den ich gerne mal vorstellen würde. Hier werde ich jetzt endlich mal an die Hand genommen, wenn ich meine E-Mail-Adresse einrichte. Also, das heißt, hier steht jetzt einfach UsefulWid zum Beispiel als vollständiger Name. Das ist dann der Name, den auch euer Gegenüber angezeigt bekommt, wenn ihr eine Mail schreibt. Hier kommt jetzt die E-Mail-Adresse rein und das ist bei mir jetzt in dem Fall usefulwiddemo@usefulwid.com. So, jetzt wird es ein bisschen tricky bei mir, weil ich habe ja hier eine Domain. Und ich bin mal gespannt, ob der Thunderbird in der Lage ist, den richtigen Mail-Server dazu rauszufinden. Für GMX und Web.de kann er den rausfinden, das ist ein großer Anbieter und das sind die IMAP und POP3 Server dann in der Regel auch bekannt. Gut, ganz so gespannt bin ich nicht mehr, weil ich habe es ja ausprobiert. Ich weiß, dass er es rausfinden kann, nämlich wenn ich hier auf Weiter drücke, dann findet er hier sowohl den Posteingang als auch den Postausgang Server und richtet das Ganze schon korrekt ein. Gut, das ist jetzt nicht so eine wahnsinnige Neuerung von Thunderbird, für Mails war der wirklich schon immer gut zu gebrauchen. Spannender wird es dann eben, wenn ich ein Adressbuch damit verknüpfen will. Hier ist es jetzt so, dass er nicht direkt die CardDAV und CalDAV Adressen rausgefunden hat, die muss ich in meinem Fall manuell eingeben. Wenn ihr jetzt aber web.de, gmx, gmail oder eben einen großen Anbieter habt, dann kennt ihr diese Adressen schon und ihr müsst die hier nicht eingeben. Ich muss meine hier eingeben, also bleibt kurz dran, ich würde die jetzt einfach mal hier eintippen. CardDAV ist die Adressbuchadresse, da wähle ich jetzt einen Benutzernamen und eine Adresse von mir. Der Benutzername ist einfach der hier und die Adresse fürs Adressbuch, die finde ich eben bei meinem Webmail-Anbieter hier, das ist jetzt zum Beispiel Hetzner und wir wollen ja aufs Adressbuch, hier habe ich mein Adressbuch. Und hier gibt es dann eben eine CardDAV-Abonnement-Adresse und wenn ich die verwende, dann kann ich die hier einfach reinkopieren. Und jetzt fragt er mich nochmal nach dem Passwort, hat er auch völlig recht zu fragen. Passwort lasse ich speichern, sonst fragt er mich das bei jeder Synchronisation oder bei jedem Neustart. Und hier hat er das Adressbuch entsprechend gefunden. Ich klicke hier nochmal auf Weiter und dann ist das Ganze hier verbunden. Das gleiche machen wir jetzt noch mit dem externen Kalender. Externer Kalender klingt ein bisschen sperrig, damit ist aber nur gemeint, dass der Kalender eben nicht lokal gespeichert wird, sondern eben schon existiert auf irgendeinem Server und das ist ja bei mir tatsächlich der Fall. Deshalb klicke ich hier auch nochmal im Netzwerk, klicke hier Nächste und jetzt brauche ich wieder eine Adresse. Und diese Adresse, die hole ich mir wenig überraschend auch wieder hier ab. Da habe ich nämlich auch einen Kalender, auch der kann bearbeitet werden und auch der hat eine Abonnementadresse, die ich hier einfach rauskopieren kann und dem Thunderbird mitgeben kann. Der Benutzername ist jetzt auch wenig überraschend, wieder der gleiche wie vorhin, den gebe ich einfach hier ein und lasse natürlich die Offline-Unterstützung aktiv. So, hier sucht er jetzt den Kalender und fordert mich wieder auf, ein Passwort einzugeben. Auch das Passwort speichere ich natürlich ab. Hier hat er jetzt auch den Kalender gefunden und ich klicke einmal auf Abonnieren. Wer Thunderbird einsetzt, der sollte jetzt noch seine Passwörter mit einem Masterpasswort absichern. Aber für die Einrichtung reicht das jetzt erstmal so aus und ich gehe mal hier auf Beenden. Und natürlich lege ich auch Thunderbird gleich als Standard fest. Dann würde ich doch sagen, wir schauen uns mal die neuen Funktionen an, beziehungsweise es sind ja auch ein bisschen die alten Funktionen. Ein Kalender hat Thunderbird schon die ganze Zeit integriert.
Sinnvoll finde ich, dass er gleich am Anfang bei der Einrichtung auf diese Funktion hinweist. Hier sehe ich jetzt auch nämlich den Kalender, den ich gerade hinzugefügt habe, und der kann jetzt mit meinem Android-Telefon, mit meinem iPhone oder mit sonst irgendwas synchronisieren. Hier kann ich jetzt also einen Termin eintragen und sehe den auf meinem Smartphone. Umgekehrt kann ich auf dem Smartphone einen Termin eingeben und würde den dann später hier sehen. Das ist jetzt noch nicht so besonders neu, spannender ist jetzt schon die Kontakte-Synchronisation. Wo finde ich die? Die finde ich hier oben auf Adressbuch und hier habe ich eben das Adressbuch von UsefulVid. Und wenn ihr auf mich hört, dann irgendwie muss man so ein bisschen darauf achten, dass man seine Sachen nicht hier reinspeichert in dieses persönliche Adressbuch, sondern wirklich alles hier reinspeichert, damit auch die Sachen synchronisiert werden und das Ganze dann im Optimalfall natürlich auch gesichert ist. Hier sieht man ja schon einen Kontakt und wenig überraschend müsste ich den jetzt hier auch sehen, das können wir gleich mal kontrollieren. Und tatsächlich gibt es den Benutzer Test 123 bzw. den Kontakt 123, den gibt es auch schon bei meinem Webmail-Anbieter und den finde ich jetzt auch entsprechend hier. Das ist aber noch nicht alles, was Thunderbird kann. Thunderbird kann auch Mails verschlüsseln. Das ist auch keine Neuerung, aber ich finde es zumindest mal erwähnenswert, dass das schon jetzt hier alles integriert ist. Ist auch nicht allzu lange her, seitdem das Ganze mal ja, hier integriert wurde. Ich glaube, das finde ich nicht unter Datenschutz und Sicherheit. Das Ganze finde ich bei den Konteneinstellungen und der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Hier kann ich jetzt eben einen Schlüssel hinzufügen und meine ganzen Schlüssel verwalten. Ein weiterer Vorteil von Thunderbird, den ich nochmal nennen möchte, ist die einfache Sicherung des Profilordners. Wer schon mal versucht hat, bei Outlook eine Sicherung wieder einzuspielen, der wird nicht schlecht gestaunt haben, denn so einfach geht das dann bei Outlook gar nicht. Hier ist es einfach, hier habe ich einen Data-Ordner, den muss ich sichern und wenn dieser Data-Ordner gesichert ist, dann kann ich auch mein Profil überall woanders wieder herstellen. Ich muss also meine Kritik aus meinem alten Video revidieren. Thunderbird ist jetzt ein ausgewachsenes Mail-Programm und kann anderen Programmen wie zum Beispiel EM-Client und Outlook endlich Paroli bieten. Zudem ist das Ganze noch Open Source, was auch ein weiterer Vorteil ist. Von mir gibt es jetzt also eine ganz klare Empfehlung für Thunderbird. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über eine Unterstützung dieses Kanals mit einem Daumen nach oben oder einem Abo. Ansonsten kannst du auch mal in der Videobeschreibung schauen, dort findest du meinen Amazon-Affiliate-Link.